Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem Teil Let's Play Protrine Perfect. So, Mama, klar hier, wir fahren nämlich jetzt heute mit einem Zug, den ich mir erst kürzlich gekauft habe. Und zwar mit einer. Ja, macht doch nicht so viele Ansagen. Willkommen in Bitterfeld. Bitterfeld. Und zwar mit einer Lok, die ich mir erst kürzlich gekauft habe. Und zwar die BR103 inklusive das Aufgabenpaket 3. Also die ist halt da dabei, keine Ahnung. Und es ist eigentlich ein wirklich sehr, sehr schöne Lok. Die, soweit ich weiß, stärkste der Deutschen Bahn zurzeit. Und ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Weil ich bin die noch nicht gefahren. Hier nehmen wir. Okay, das ist. Okay, wie in allen anderen Loks. Auch so. So, wir schauen uns mal um. Es sieht sehr, sehr cool aus. Also, ich kann es allen empfehlen. Allerdings kann ich eher den TE Rheingold empfehlen. Nur, das hat das Problem, du fährst halt nur mit dem Rheingold-Zug und er ist halt 5 Euro teurer als das hier und das kostet nämlich nur 5 Euro. Deswegen habe ich mir das auch gekauft. Und, ja, also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Lok, die 103. Auch hier haben sie wirklich sehr, sehr gut rübergebracht. Es steht auch zurzeit ein Frankfurt, von daher. Sieht wirklich sehr, sehr echt aus. Warum auch nicht? So, ich weiß nicht warum, aber ich mach's immer so lieber so in die Fahrtrichtung. Ich weiß nicht, warum es in die andere Richtung ist, weil. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir das mal schreiben? Warum das nicht in die Fahrtrichtung ist? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Naja, oben ist die Lok so ein bisschen dreckig gehalten, ja. Ich weiß auch nicht. Ja, hier haben wir halt so ein bisschen IC-Zug. Hinten kein Steuerwagen. Whatever. Ich weiß es nicht. So, dann wollen wir mal losfahren. So, wie. Oh, es ist ein rotes Signal. Nee. Lieber nicht losfahren. Lololol. Warum ist denn ein rotes Signal? Das mich verarschen muss hier, weil ich hier selber stehen oder wie? Ist das nicht richtig? Geradeaus. Ist es so gewollt, dass hier rot ist? Ich weiß es nicht. Muss ich hier wirklich ein Weiche stellen oder wie das das? Scheint doch alles ganz normal zu sein hier. Das passt die Weiche? Die passt auch? Ich weiß ja nicht, die passt auch, aber ich. Jetzt ist es cool, okay. So, hallo. Oh nee, jetzt sind die Türen nochmal offen. Meine Damen und Herren, am Gleis 2. Ihr Zug fährt jetzt an. Ja, komm. Vorsicht beim Einsteigen. Türen so. Schließen selbsttätig. Das hatten wir doch alles schon. So, los, fahr. So, mal ein bisschen schneller hier. Wieso klappt das denn jetzt nicht? Ich will mal ein Rundchen der 103 fahren. Meine und Damen und Herren am Gleis. Ja, jetzt nerv mich nicht, du scheiß Ansagentyp. Willkommen in Bitterfeld. So, wir fahren Bitterfeld, Berlin. Nach Berlin. Wo genau in Berlin? Ich glaube, Hauptbahnhof. Unten drin. Die gibt's ja. Oh, das sind aber viele Städte. Lutherstadt, Wittenberg, Berlin, Eberschwalde und Greifswald. Also nach Stralsund. Da kann ich leider nicht hinfahren, weil ich kenne es. Und nach Stralsund habe, ob es das überhaupt gibt, weiß ich nicht. Das hier sind schön alte, umgebaute Silberlinge. Sind sogar noch so Silberling-mäßig. Ich mag nämlich Silberlinge, irgendwie. Ich mag es nicht. Könntet ihr vielleicht mal die Türen zumachen? Geht das? Oder, kann ich das? Nee, in der Lok kann ich das wahrscheinlich nicht machen. Meine Damen und Herren, am Gleis. Jo, chill. Ihr Zug fährt jetzt ab. Vorsicht beim Einsteigen. Türen schließen selbsttätig. Okay, 140. Okay, das ist easy. So, wehe, du fährst jetzt. So. Los! Fahr! Fahr doch, Junge! Fahr! So, jetzt ist das Ding. Hier steht 200. Und hier steht 160. Ich weiß nicht, wem ich glauben soll. Also, ich kann 250 fahren. Von daher werde ich das wahrscheinlich so wie auf der Strecke gesagt machen. Weil irgendwie sind die Ebola-Fahrpläne hier richtig für den Arsch gerade. Ich weiß ja auch nicht, was die hier für eine Scheiße machen, ja. Aber ich sehe nur, dass ich 200 fahren kann. Oder vielleicht auch darf, weil da ist ein 200er-Ding, ja.
Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich es wirklich darf oder nicht. Ich würde erstmal sagen, ich fahre erstmal 160. Also, ja, jetzt ist 200 erlaubt. Soll ich 200 oder 160? Ich weiß es nicht. Ich fahre erstmal 160, gucke, ob die SIFA irgendwie Notbremsung macht oder sowas. Und wenn nicht, dann fahre ich 200. Dann kannst du mich am Arsch lecken damit. Ja, am Arsch lecken. Weil die Bahn ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Von innen. Ich kenne sie zwar nicht von innen, nur ich finde, die ist wirklich gut gelungen. Und das finde ich nicht bei vielen Bahnen so, weil vor allem ja ein paar Züge, die du ja kaufst, sehen naja nicht ganz so schön aus. Es gibt aber auch zum Beispiel Züge, die du downloaden kannst, zum Beispiel BR480, die sieht auch sowas von heselig aus drin, aber das liegt halt an der an der Baureihe, weil die hat keinen schönen kein schönes Cockpit oder Führerstand, keinen schönen Führerstand. Zum Beispiel wie die hier. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Namen des Zugteams begrüße ich Sie ganz herzlich im Intercity 2355 von Frankfurt am Main Flughafen nach Stralsund Hauptbahnhof. Über Lutherstadt Wittenberg, Berlin Südkreuz, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Gesundbrunnen, Bernau, Eberswalde, Angermünde, Prenzlau, Pasewalk, Anklam, Züssow und Greifswald. Ja, da fahr ich aber nicht. Die Wagen der ersten Klasse sowie das Bordrestaurant befinden sich an der Zugspitze. Das sind die Wagen 11 und 12. Die Wagen der zweiten Klasse befinden sich im mittleren und hinteren Zugteil. Das sind die Wagen 5 bis 10. Unser nächster planmäßiger Halt wird voraussichtlich um 12.35 Uhr die Lutherstadt Wittenberg sein. Für Fragen wenden Sie sich gern an das Zugpersonal. Ich wünsche Ihnen nun eine angenehme Fahrt. Dankeschön. Erstmal ein Kollege hier. Ist überhaupt die, ja, nicht das andere. Ah, nee, wir hatten nicht aus. Mensch, was mache ich denn auf einer Schüssel? So, Heizung, bla bla. Ja, okay, das ist richtig. Okay, so, wir fahren mit 183. Ich denke, das reicht erstmal fürs Erste, weil im Evo da steht. Oder reicht das nicht fürs Erste? Ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, ein bisschen schneller. Ich meine, 200, wenn man es darf, dann sollte man es auch ausnutzen. Ja, nicht, dass auf einmal, ja, die sich mal wieder einspringt und dann sagt, oh ja, nee, jetzt machen wir eine Zugbremsung, eine Zwangsbremsung und dann habe ich Verspätung wie Sau. Deswegen fahre ich jetzt lieber 40 km/h schneller, wenn ich es darf, ne? Und, ja, mal schauen. Ja, um 35 muss ich in Wittenberg sein, das ist 94,8, also gut, muss ich ein bisschen abbremsen dann, wenn ich bei 84... Nein, bei 94 glaube ich, oder? 94. Also muss ich ab so, ja, 100 abbremsen. Auch da wieder noch 20 Kilometer. Es leckt ein bisschen. Ich kann euch gerade nicht sagen, warum. Ich kann aber jetzt ein paar Programme schließen und dann mache ich gleich weiter. So, und hier geht's jetzt weiter. Hey. Ja gut, habe ich gesagt, dass jetzt weitergeht? Ja gut, habe ich gesagt. Wir waren jetzt mit, so ungefähr 200 Sachen jetzt bis Lutherstadt. Da muss ich halt gucken, ob ich dann noch 200 darf. Da bin ich mir da nicht so sicher. Aber ich denke, erstmal bis Wittenberg und dann können wir alles weitere bereden. So, ich wollte euch auch mal fragen, ob ihr mehr von sowas haben wollt. Also mehr so Langstreckenfahrten, weil ich habe so ein paar Add-ons nacheinander, sprich, Saalfeld-Leipzig habe ich und Leipzig-Berlin. Ich habe auch München-Nürnberg, nur leider fehlt mir Nürnberg-Saalfeld. Habe ich mir noch nicht zugelegt. Will ich mir auch, um ehrlich gesagt, nicht zulegen. Weil es einfach mir gerade mit 12 Euro oder 13 Euro ein bisschen zu teuer ist. Also inklusive Alter, kann ich heute nicht aussprechen, was? Frachtkosten, Mensch. Ja, ist mir ein bisschen zu teuer. Ja. Gut, aber hier, das ist wirklich ein schöner Führerstand, finde ich. Hier ist ein Notausgang. Nimm mir den doch mal, oder? Hier kann man das aufmachen. Oder das Fenster, oder wie? Oder,
Also das finde ich jetzt selbst gut, dass man das Fenster... Doch, kann man auch machen. Oh ja. Nichts. Keine Vorurteile machen, Marvin. Nein. So, nochmal ein bisschen. Auf 200. Schade, dass hier keine, wie heißt sie? Dieser rote Strich, wo ist der denn? Also, wie kann man die denn einstellen? Ach, wer heißt der denn? Das ist der Schleudersitz. Oder das Schleudersitz. Das wäre witzig, Schleudersitz. Fernlicht, Horn. Ja, ja, geh aus. Ja, ja, ist gut. Wo ist die denn? PZB, nee, brauchen wir nicht. LZB auch nicht. Ich weiß es nicht. Weil diese Dings, die mit der fahre ich immer gerne, mit dieser, ach, wie heißt die denn? Vorwahl, AFB, genau, mit der AFB fahre ich gerne mal. Vor allem bei Langstreckenzügen. Langstreckenlinien, weil es einfach so ähnlich ist wie im Autopilot, ja, weil da hat man wirklich ein bisschen Zeit, ein bisschen was zu quatschen. Hier muss ich halt immer darauf achten, dass es jetzt passt. Aber schreibt wirklich mal in die Kommentare, wollt ihr mehr von sowas haben? Langstrecken. Ist der Bus gerade geflogen? Also, naja, egal. Wollt ihr mehr von so Langstreckenzeugs haben oder eher Regionalbahn, S-Bahn oder sowas, ja? Ich kann ja mal kurz auflisten, was ich für Add-ons habe. Und dann werde ich die dann auch so fahren. Also, wenn ihr das natürlich mögt, schreibt in die Kommentare, ne? Also, ich habe die Add-ons Leipzig-Saalfeld, ist in der Gold-Version schon drin. Gerolstein-Trier, wenn das ein Add-on ist, weiß ich nicht. Leipziger S-Bahn sollte auch einer sein. Das Aufgabenpack 1 und 3. Sprich, hier die Lok auch dabei. Das hat sich gereimt. Die BR110 habe ich. Also falls ihr da was irgendwas wollt. Und Leipzig, Berlin und Berliner Stadtbahn bzw. S-Bahn. Diese Add-ons besitze ich. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was lohnt sich zu kaufen. Welches Add-on findet ihr am allerbesten? Welches könnte ich mir kaufen? Bitte hier genau unter das Video in die Kommentare schreiben. Weil genau daraus besteht das ja, dass ich das spiele, was ihr mögt. Aber jetzt bitte nicht das teuerste Add-on München Mittenwald schreiben, ne? Oder gar nicht Innsbruck. Das ist so 30 Euro oder so. Und das möchte ich jetzt für diesen Simulator nicht ausgeben. Naja. Aber doch, ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ich will ja nichts sagen. Ich meine, ich mag es ja. So, ist sehr, sehr laut geworden, ich weiß, aber ich bin ja ganz nah am Mikrofon, das ist ja kein Problem. So, 109, sprich, ich muss bald ein bisschen abbremsen. Ich denke aber, ich kann nochmal auf 200 hoch. Ich bin ja fast schon ein bisschen verspätet, deswegen, weil ich ja dreimal die Türen aufgehabt habe oder sowas, weil das dieser nette Zugbegleiter gedacht hat, ah ja, komm, dann nochmal eine Ansage machen, kein Problem. Okay, da habe ich 2 Minuten Zeit in Wittenberg. LZB. Ja, scheiße, ich glaube, ich hätte jetzt LZB nehmen sollen, ne? LZB, wo ist denn die LZB? Wo ist sie denn? LZB, hallo, bist du da? Nein? Ja gut, wenn ich die LZB nicht finde, dann kann ich sie auch nicht anschalten, ne? Ja, ich finde sie jetzt. Okay, gut. Ah ne, da hinten. Soll ich sie anmachen? Okay, ich hab's auch. Weil man muss ja ab 160 mit LZB fahren. Zumindest habe ich das so eingestellt. Oder war das mit LZB? Ich weiß es nicht. Hier, da diese Kilometervorwahl, da die würde ich gerne machen. Die AFB, nur ich finde sie nicht. Das ist schon ein bisschen kacke, ist das AFB? Nein, das da, nein. Wäre das ein Autozug? Wahrscheinlich mit einer BR115. Kann ich mir in Berlin gut vorstellen, da gibt es ja noch 5 Stück. Ich habe aber auch in Frankfurt letztens eine gesehen. Bild siehe auf der Homepage von uns, also cc-gaming.jimdo.com. Alle mal abchecken, falls ihr mehr haben wollt, also von ÖPNV, auch in Real. Bitte abchecken! So, der Streckenmonitor, der nervt mich jetzt. Der nervt eigentlich immer, der spackt da so ein bisschen rum. Ja, jetzt. Jetzt klappt es, weißt du noch? Okay, 8,5. Ich habe eben 3 gelesen, deswegen musste ich nochmal näher an den Bildschirm rangehen. Dass das auch wirklich stimmt, wie ich das gesehen habe. Ja, also wirklich top,
Zug. Ich finde den auch gar nicht mal so alt. Also ich denke, er ist auf jeden Fall fahrbar. Es ist auch der stärkste Zug der DB, wie ich das zurzeit mitbekommen habe, von Freunden etc. Weil da gibt es natürlich Leute, die kennen sich wesentlich besser aus mit dem Crap hier wie ich, weil ja, ich bin jetzt nicht so der DB-Fan, aber ich meine, deutsche Verspätungsbahn ist halt so, aber ich meine, es gibt Länder, da sind... Meine sehr verehrten Damen und Herren, in wenigen Minuten werden wir die Lutherstadt Wittenberg erreichen. Ja, genau. Sie erreichen dort planmäßig folgende Anschlüsse. Die Regionalbahn 2637 Richtung Leipzig Hauptbahnhof über Pratau und Bergwitz. Planmäßige Abfahrt genau wieder zurück, ne? 45, voraussichtlich aus Gleis 4. Eine Regionalbahn nach Annaburg, die Regionalbahn 17867 ist das über Lutherstadt Wittenberg Nabitz, Mühlanger, Elster an der Elbe, Jessen an der Elbe. Planmäßige Abfahrtszeit 12.51 Uhr aus Gleis 6. Das leckt ein bisschen. Die Regionalbahn 17.868 nach Leipzig. Mit den Ansagen ist so ein bisschen leck. Über Lutherstadt Wittenberg Altstadt, Lutherstadt Wittenberg West, Rösslau an der Elbe und Dessau Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrtszeit 13.11 Uhr aus Gleis 5. Sowie die Regionalbahn 4360 nach Rostock Hauptbahnhof. Über Zornigall, Bülzig, Berlin-Lichterfelde Ost. Planmäßige Abfahrtszeit 13.26 Uhr aus Gleis 1. Bitte beachten Sie auch die örtlichen Lautsprecherdurchsagen. In der Lutherstadt Wittenberg befindet sich der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ach wirklich? In Fahrtrichtung links? Ach Gott. Gut, nochmal für alle, dämlichen, die ja eben dazugehört haben, Aufstieg in Fahrtrichtung links. Aber ich wollte gerade sagen, es gibt weitaus mehr Länder als Deutschland, die mehr Verspätung haben. Deswegen also Deutsche Bahn schon top, was die da leisten, auch wenn es sehr, sehr häufig zu Verspätungen ausfällen, besonders bei modernen Zügen kommt. Aber ich will ja keine Vorurteile machen, ne? Also moderne Züge sind top, immer, ne? Sollten sie zumindest sein. Oh Gott, ich bin viel zu schnell. Oh Gott! Brems! Nein! Nein! 100! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ob ich das hinbekomme? Leute, schreibt es in die Kommentare. Ja, komm, schaff ich hin. Bring ich hin, solange ist der Bahnsteig, ja? Ja, viel zu früh. Oh, hier ist sogar das Halteschild schon. Hab ich das? Uiuiui, ich bin ja hier am Halteschild. What the fuck? Wie geil, ich bin am Halteschild gehalten. Passt das? Sind alle... Na, das Halteschild ist nicht gut. Das war ich jetzt nicht, ne? Also die hätten das Halteschild auch mal zwei Wagen länger machen können. Aber die Türen sind auf hier, ne? Von daher passt es. Oh, moderner IC. Lutherstadt Wittenberg. Das sind Silberlinge. Das sieht man. Umgebaute Silberlinge. Hier ist das Bordbistro und das ist neu. Also es ist ein Silberling dabei hier mit diesen tollen Türen. Aber da kann ich jetzt nichts dafür, dass ich zu früh gehalten habe, weil hier ist das H, ne? Das heißt eigentlich Halt und da kann ich ja nichts dafür. Da hinten ist nämlich kein H mehr. Nee, da ist kein H mehr. Aber ich meine, in Ordnung, ich bin pünktlich. Yay! Also dass die Deutsche Bahn das hier mal hinbekommt, dass sie pünktlich ist, wow. So. Meine Damen und Herren, Berlin sind gut, okay. Nein, Ihr Zug fährt jetzt nach. Ja, wirklich? Vorsicht beim Einsteigen, Türen schließen selbsttätig. Alle Türen so? Okay, passt. Dann Abgas. Ab dafür. Und wir fahren 160. Jetzt wieder Ebola. Es vorgibt. Also ohne LZB. So, nochmal schnell einen Pfiff machen, falls hier ein paar Fotografen stehen. Ich freue mich dann nämlich auch immer, wenn die pfeifen. Von daher, passt das. Man darf es ja eigentlich nicht, aber meine. Was macht man nicht alles? In so einem alten, schönen. So, gibt es eigentlich noch rote von den Teilen, die jetzt wirklich auch im Planeinsatz sind? Weil ich kenne nur aus Frankfurt eine oder zwei
Mit beige, also beige und so, also unten rot und oben beige. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, die alte Lackierung. Und da würde mich mal interessieren, ob die neue Lackierung auch schon da ist. Für das da, also würde mich wirklich mal interessieren. Wenn ihr es wisst, bitte mal in die Kommentare schreiben hier. Also viel in die Kommentare hier heute. Aber ich meine, ist ja auch ein spezielles Video. Wer bis jetzt zuschaut, der ist wirklich King, weil eine halbe Stunde, das ist schon gut. Also ich denke mal, Tom wird dabei sein. Auf jeden Fall, weil das ist ja der Standardzuschauer. Der guckt hier wirklich alle Videos von vorne bis hinten. Wirklich Dankeschön. Danke an dich, schon wirklich beste. Beste Leistung von den Firma. Und freue ich mich immer, wenn du hier in die Kommentare schreibst. Aber ich freue mich auch, wenn ihr anderen Zuschauer in die Kommentare schreibt. Ist ja nicht so, dass unser Kanal nur aus Tom besteht und mir. Wär's ja. Es gibt ja auch noch andere Zuschauer, ihr da draußen, vor euren Bildschirmen. Ja. Also, wenn ihr mich gerade zum ersten Mal guckt und euch meine Arbeit hier oder meine Arbeit, mein Spielen oder was weiß ich, den Let's Plays gefallen, dann gebt doch eine positive Bewertung, schreibt einen Kommentar oder abonniert, wenn ihr mehr haben wollt. So einfach ist das. Und das ist ja wirklich auch so ein Vorteil, weil man muss sich auch mal überlegen. Also wenn ihr jetzt denkt, ah, ja komm, ich abonniere mal, weil ich denke, ich krieg ein Abo zurück. Leute, da kann ich euch leider sagen, sowas mache ich nicht so häufig, dass ich wirklich Abo versus Abo mache. Ich schaue mir schon den Kanal nochmal an. Wenn ich irgendwie einen Kommentar bekomme und da geschrieben wird, ah ja, Like und Abo, kriege ich einen zurück, gucke ich mir schon den Kanal an. Aber meistens ist es dann wirklich so, dass ich keine Abos oder Likes zurückverteile, weil ich einfach, meine Abo-Liste ist ja viel zu voll und ich schaffe das nicht, weil der wahre Sinn von einem Abonnent ist es ja, dass der wirklich regelmäßig die Videos guckt und immer informiert ist. In der Startseite sollte eigentlich so sein, ist meistens nicht so, aber sollte eigentlich so sein, dass in der Startseite das dann immer steht. Und deswegen bin ich da eigentlich recht selten mit Abo versus Abo. Höchstens, wenn mir keine wirklich sehr gut gefällt und ich wirklich mehr haben möchte. Das sind dann doch die Ausnahmen. Und da möchte ich euch dann auch bitten, wenn ihr wirklich... ich freue mich natürlich über jeden Abonnenten, nur was bringt mir ein inaktiver Abonnent, der einfach nur Abo versus Abo möchte? Nee, Sub for Sub, genau, Sub for Sub. Möchte, was bringt's denn mir? Also mir bringt es wirklich nichts. Mir geht's ja doch um die Aufrufe, dass ich weiß, ja cool, euch gefällt das, ihr ruft das so und so viel auf, ihr schreibt so und so viel Kommentare, okay, dann gefällt euch das wahrscheinlich mehr, weil es mehr Aufrufe hat, ja. Es geht mir auch wirklich nicht ums Geld oder so, da verdient man ja nichts für. Ich meine, da muss man schon größer sein, also deswegen Werbung erstmal nicht, Leute. Nee. Dauert noch, also. Werbung werdet ihr nicht finden. Höchstens mein Twitch, aber das kann ich nicht steuern. Oder wenn ich das steuern kann, sagt mir Bescheid, weil ich bekomme dafür nichts. Und Werbung ist auch eigentlich da recht unnötig, weil wenn man ein Konto verknüpfen würde, würde man so gut wie nichts dafür kriegen. Ich meine, mir geht es wirklich nicht um Geld oder Abos oder so irgendwas. Mir geht es wirklich um den Spaß, dass euch das gefällt, dass mir das gefällt. Darum geht's mir. Und ist halt einfach so, zum Beispiel Minecraft habe ich abgebrochen, weil ihr es einfach nicht geguckt habt, ja. Da habt ihr mir gezeigt, es interessiert euch nicht oder es interessiert nur sehr wenige von euch, dass es Minecraft auf dem Kanal gibt. Und ja, ich denke mal, das ist auch das Wichtigste, dass man das macht, was die Zuschauer mögen. Sonst wird es natürlich nicht auch aufgerufen. Und ich habe die letzte Zeit gesehen, seit ich OMSI mache, gehen die Aufrufezahlen, seit LS eigentlich schon, gehen die Aufrufezahlen ständig nach oben. Das freut mich. Jetzt sind wir, glaube ich, schon bei 15 Aufrufe pro Video nach 24 Stunden. Das ist wirklich top. Manchmal sind es auch nur 10, aber ich meine, das sind schon mal welche, ja. Guckt euch mal an, vor einem halben Jahr die Videos. Teilweise ein Aufruf, null Aufrufe, jetzt immer noch. Und da kam halt nur so langweiliges Zeug wie Minecraft und gut, dass ihr mir das gezeigt habt, dass ihr das nicht mehr sehen wollt. Ich habe anderes Zeug ausgetestet, zum Beispiel OMSI. Jetzt bin ich gerade in der Testphase für PTP, ob ihr da Bock drauf habt.
und halt Trains über Frankfurt. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann bitte, bitte aufrufen, das Video vielleicht recht lange schauen, dass ich dann sehe, oh cool, so und so viele Aufrufe seid. Das ist gut, die Leute wollen da mehr sehen. Und genau darum geht's mir. Ich mag halt wirklich, wenn ich Abonnenten habe, wirklich aktive Abonnenten, die wirklich immer gucken. Und ich bemühe mich auch, meine Abo-Liste, sprich, also wir sind halt zu zweit, Sebastian, Nico und ich, wir haben halt immer verschiedene Leute abonniert. Und da versuche ich halt, die Leute, die ich abonniert habe, recht häufig zu gucken, bei der Vielzahl der Leute. Und ja, und so klappt das halt nicht immer, weil die machen auch Projekte, die mir nicht so gefallen. Allerdings probiere ich schon bei den Projekten, die mir gefallen, wirklich immer Kommentare zu schreiben und einfach mal aufzurufen und zu gucken. Vor allem bei kleineren YouTubern ist das sehr wichtig. Aber jetzt auch bei den größeren ist es jetzt mit Varo 2 geendet, weil das habe ich ja schon bei recht vielen geguckt. Da habe ich auch wieder ein paar Leute gedeabot, weil ich bin davon kein großer Fan von inaktiver Abonnent sein, weil ich meine, die Leute sollen schon wissen, wie viele aktive Leute sie ungefähr haben, dass sie es einschätzen können, ja. Und da versuche ich wirklich alle Leute, die ich abonniert habe, anzuschauen, wenigstens einmal in der Woche oder so. Und ja, ich denke, das ist einfach das Beste, wenn man wirklich aktiver Abonnent ist und wenn man nichts von einem anderen sehen möchte, einfach deabonniert, ja. Das finde ich auch nicht schlimm, wenn es ein Abonnent weniger ist, Leute. Hauptsache, die Aufrufe bleiben stetig gut oder verbessern sich. Ja, das ist mir das Wichtigste, weil, ja, ich mag schon langsam ein bisschen bekannter werden, weil, also wegen Geld überhaupt nicht, nee, ich habe auch nicht vor, Werbung zu schalten, auch wenn ich 1000 Abos oder so mal irgendwann habe oder 1000 Aufrufe pro Video. Nein, das lohnt sich nicht, ja, da brauchst du schon hunderttausend von Abonnenten und hunderttausende Aufrufe, um da überhaupt halbwegs gutes Geld zu verdienen, ja. Oh, jetzt Fehler. Ne, nicht gut für eine gekaufte Map. Und deshalb, ja, ist es einfach so. Ich mag schon ein bisschen größer werden. Vielleicht, also für 2015 ist das Ziel, ja, die Aufrufe so auf 50 für jedes Video zu maximieren. Ich hoffe es einfach mal, dass es klappt und vielleicht die Abonnentenanzahl auf 100 bis 150 zu steigen. Ich meine, es ist alles möglich. Hoffentlich stirbt zuletzt, ne Leute, ihr kennt das. Deswegen habe ich auch schon öfters mal überlegt, den Kanal dicht zu machen und einen anderen aufzurufen. Weil einfach, man findet ihn nicht. Ne? Also ich weiß nicht, was los ist, wie los ist, ob ich mehr Werbung machen sollte, weil ich mache so gut wie keine Werbung. Ich mache auch nicht so Sub vor Sub oder sowas. Eher in sehr, sehr seltenen Fällen bis gar nicht, ja. Und bei großen YouTubern macht man sowas auch nicht. Also bei großen YouTubern macht man sowas mit Werbung. Das kommt wirklich nicht gut an, wenn er mal unter Videos von großen YouTubern guckt. Vielleicht Concrafter oder Sparko Phoenix oder so. Und da seht ihr auch, die Leute, die Werbung machen, werden immer gehatet, ja. Und das ist auch nichts Gutes, wenn er da irgendwie Werbung macht. Also wenn du selbst YouTuber bist und hast weniger Abonnenten. Ich kenne das, es dauert einfach saumäßig lange in der heutigen YouTube-Zeit, um Aufrufe zu bekommen, um Abonnenten zu bekommen, weil es ist einfach saumäßig schwer gefunden zu werden, auch mit den Tags. Also man muss immer mehr Tags haben. In den ersten Videos hatte ich gar keine Tags, jetzt habe ich Standard-Tags, die ich immer habe. Die werden natürlich stetig erweitert, zurzeit sind es glaube ich 100. Und Leute, die wirklich schnell groß werden wollen, haben 1000 bis 2000. Aber, yo, ich meine, irgendwann über 13 dann auch, weil man muss ja schon wirklich passende Tags haben. Wenn man dann jetzt zum Beispiel, hier, ich spiele PCB und wenn man da irgendwie so ein Crap sucht wie Minecraft oder so, soll man ja nicht auf das Video kommen, ja. Weil ich meine, wenn jemand Minecraft sucht, dann will er doch kein PCP-Video, ja. Und ich denke, das ist dann schon ein bisschen übertrieben. Ich mache das nur zu den, zu den Videos, wo ich wirklich Let's Plays mache, also OMSI ist meistens drin, PCP ist noch nicht drin, muss ich noch hinzufügen, und Minecraft Minigames ist dabei, aber sowas wie so komplett andere Spiele sind nicht dabei, also zum Beispiel so, was kann man so gut nehmen, Battlefield oder so, Battlefield 3 oder 4, wenn man das sucht, ja, dann will man ja nicht auf das Video kommen, das ist wirklich Quark.
So kann man halt schon ein paar mehr Aufrufe bekommen, aber das sind dann meistens nur einmalige oder zweimalige Aufrufe, dass die Leute nicht aufrufen. Weil ich mag wirklich aktive Zuschauer haben, die wirklich recht häufig gucken. Und ihr müsst dann natürlich auch schreiben, was ihr haben wollt, ne? Nicht, dass euch der Spaß hier an Videos verliert. Ihr könnt natürlich schreiben, ob die euch so gefällt. Mit 2 Videos circa pro Woche, mit aber doch einer recht guten Länge von ja 30 Minuten mindestens. Weil das ist für mich besser, weil ich zweimal in der Woche in Frankfurt bin und da dann halt die Videos gut hochladen kann. Sonst habe ich es halt immer gemacht, naja gut, da kam das Video halt sehr spät oder gar nicht, weil ich halt nicht in Frankfurt war und das bei mir auf dem Land wirklich 2 Stunden oder teilweise auch 3 Stunden, je nachdem wie lange das Video ist, dauert hochzuladen. Das wollte ich eigentlich vermeiden, deswegen mache ich das jetzt so 2 bis 3 Mal in der Woche, wenn ich halt in Ferien hier bin, in Frankfurt. Zum Beispiel wie diese Woche oder letzte Woche wird es natürlich häufiger geben, lange Videos. Ich habe mir das jetzt angewöhnt, ein bisschen länger zu machen. Ich hoffe einfach mal, dass es von euch akzeptiert wird. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, soll die Videolänge so sein, wie sie ist, oder soll sie nicht so sein, wie sie ist. Je nachdem, wie ihr wollt, schreibt mal in die Kommentare, Leute. Würde mich wirklich sehr interessieren. So, bin ich denn jetzt eigentlich? Jetzt habe ich so viel gequatscht. Irgendwo hier, da, ich glaube, gleich kommt Lückenwalde, irgendwann in 10 Kilometer. Ja, 20 Kilometer, da kommt Lückenwalde und da habe ich auch noch ein bisschen Zeit zu quaken. 12:49 Uhr, ich kann ja gleich mal schauen. 13:13 Uhr soll ich da ankommen, weil ich wahrscheinlich viel zu früh sein will, wenn das so weitergeht. Weil eigentlich darf ich ja hier laut Ebola nur 160 und da ist der Fahrplan auch ein bisschen, straffer, sage ich jetzt. Und so werde ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen früher ankommen, aber es ist ja eigentlich auch mal ganz cool. So, jetzt habe ich wirklich viel geredet mit Abonnenten und Aufrufen und so, aber es ist mir wirklich wichtig, Leute. Ja? Weil wenn ihr so Leute seid, die mich abonniert haben, weil ich sehe das ja, ich habe 15 Aufrufe circa pro Video nach einem Tag. Nach einer Woche sind es vielleicht 25, aber ich habe 58 Abonnenten. Das zeigt mir, dass die mehr als die Hälfte der Abonnenten inaktiv sind. Und genau das wollte ich nicht. Genau das ist nicht mein Ziel. Weißt du, ich finde Abos natürlich schön. Ist cool zu sehen. Ach komm, guck mal, so viele Leute, die mehr von dir haben wollen. Aber letzten Endes bringt's nichts, weil die Freude verschwindet dann, wenn du die Aufrufe siehst. Also, weißt du, mich würde es ja freuen, wenn wenigstens die Hälfte, 25 oder 30 Leute zugucken würden. Immer. Das heißt immer, also nur an den Videos, wo sie mögen. Es kann natürlich auch sein, dass nicht jeder jedes Let's Play mag, ist ja klar. Vielleicht mag ein Omsi-Zuschauer kein Minecraft oder Minecraft-Zuschauer kein PCP, es ist ja ganz normal. Aber dann sind es immer noch nicht 58 und ich kann euch sagen, es sind mindestens 10 oder 15 Abonnenten, die ich habe, die sind inaktiv. Und genau das mag ich nicht, weil das bringt mir letzten Endes nichts. Keine Zuschauer, halt nur inaktive Abonnenten. Wie viele inaktive Abonnenten es dann sind, werde ich dann bei der nächsten inaktive Abonnentenlöschung von YouTube sehen, weil die löschen ja doch recht häufig mal die inaktiven Abonnenten. Und dann sieht man das auch. So, Freunde, jetzt muss ich aber wirklich mal was trinken. Warte mal ganz, ganz kurz. Das habe ich nicht so viel. Ja gut, habe ich gesagt, dass die Wasserflasche leer ist? Ja gut, habe ich gesagt. Dann werde ich jetzt nichts trinken. Auch gut, man kann halt nicht so viel labern. Immerhin klappt ja. Ich gehe euch wahrscheinlich sowieso mit meinem ganzen Gerede auf die Nerven. Es war einfach wichtig, das zu sagen. Wenn euch wirklich das Prinzip auf dem Kanal nicht gefällt, euch irgendwas am Kanal stört, wirklich hundertprozentig stört, sei es das Kanal oder das Intro oder die Spiele, die ich spiele, ja, oder die Videolänge, schreibt's doch bitte in die Kommentare, ja, weil ich habe wirklich das öfteren schon überlegt, einen neuen Kanal zu machen, einen kompletten Neustart. Nur ich bin jetzt wirklich zur Entscheidung gekommen, auf dem Kanal zu bleiben, und da wollte ich euch natürlich fragen, was wollt ihr verändert haben, was wollt ihr haben, weil ich mag schon so ein bisschen CC Gaming 2.0
einleiten jetzt. Ich werde zwar nicht die Let's Plays mit ab 1 wieder beschriften wie Frenkel Frotzelt, aber einfach so weitermachen geht meiner Meinung nach nicht. Ich habe schon des Öfteren nachgedacht, eventuell mir ein neues Schneideprogramm zu holen, eventuell noch ein bisschen mehr Qualität rauszubringen, sprich 1440 Pixel statt 1080 oder 60 FPS hochladen, je nachdem, wie ihr das mögt. Und da wollte ich euch wirklich fragen, ist das mit dem Schnitt ganz gut oder soll ich wirklich ein neues Schneideprogramm mir holen? Wenn ja, welches? Was ist günstig? Was ist kostenlos? Was ist gut? Das würde ich gerne erfahren. Oder ist das Aufnahmeprogramm nicht gut? Ich bin zwar mit Bandicam sehr zufrieden, aber wenn ihr da irgendwas zu meckern habt, dass zum Beispiel in OMSI das nicht angezeigt wird, das Menü, das weiß ich, ist mir klar, ich bin schon des Längeren dran, das zu fixen. Geht halt nur nicht ganz so leicht, weil ich nicht so viel Zeit habe. Aber in den Ferien ist ja schon ein bisschen Zeit, aber dann doch nicht ganz so viel. Aber ja. Ich denke einfach, wenn euch da was stört an dem Zeugs, dann schreibt es einfach. Aber jetzt so konkrete Sachen wie, also so private Sachen wie Facecam oder so, da kann ich euch gleich sagen, das werde ich verneinen, weil ich kein Freund bin von Zeigen, weil ich nicht weiß, wie das ausartet mit den Leuten, die sich kennen, ja. Weil es ist ja ein. Kann sein, dass es dann wirklich recht heftig ist. Und ja, ich sag auch wirklich sehr wenig. Ich bin da wirklich sehr vorsichtig im Internet. Was ja auch eigentlich ganz gut ist. Ne? Also wirklich nicht. Also solltet ihr nicht machen, so ganz viele Sachen angeben. Wirklich Geburtsdatum ist okay. Vorname ist auch noch okay. Aber der Nachname, da fängt es dann schon an. Und wird sehr privat, auch wo du wohnst, genau, das würde ich nicht sagen. Also ich sag wirklich nur, ich wohne in der Nähe, also in Frankfurt und in der Nähe, ja, in Hessen, ne? Also Hessen, Frankfurt und in der Nähe von Frankfurt, ja. Mehr sage ich da nicht. Ich weiß, es gibt manche Zuschauer, die wollen unbedingt sowas haben, unbedingt Facecam bei manchen Leuten. Kenne ich sowas. Ich würde auch gerne mal Spark of Phoenix sehen. Aber ich meine, das muss man respektieren, ja. Und ist doch eine ganz gute Entscheidung, weil dann kann man auch mit recht vielen Abonnenten auf der Gamescom einfach so rumlaufen. Ist ja auch ganz cool. Und falls, ich mag einfach vorsorgen, falls irgendwie aus irgendeinem Grund, aus welchem Grund auch immer, ich weiß es nicht, ich besonders viele Abonnenten bekomme, besonders viele Zuschauer, dass genau sowas bei mir nicht passiert. Weil sowas finde ich einfach uncool. Ja. Aber sowas mache ich einfach nicht. Auch mehr als sowas sagen, was ich schon gesagt habe, werde ich nicht machen. Ich werde weiterhin natürlich sagen, dass ich 14 bin, ist kein Problem. Ich kann auch sagen, dass ich Marvin heiße, kein Problem. Nur viel, viel mehr kommt von mir nicht. Also da könnt ihr nicht so viel erwarten. Aber ich denke, ist bei sehr, sehr vielen anderen YouTubern auch klar. Wollen unbedingt Facecam machen, es geht manche das überhaupt nicht und ich gehöre dazu, zu der Gruppe, ja, ich würde es schon machen, nur ich bin da recht vorsichtig dabei, ja, also ich werde schauen, also wahrscheinlich erst in näherer Zukunft nicht, aber ich denke auch so einfach nicht, weil es schon sehr in die Privatsphäre reingeht, da bräuchte ich dann auch so eine so ein Lichtbox-Ding da, dass es dann gut aussieht und Greenscreen eventuell. Und das ist dann wirklich, ja, doch, ist ein bisschen zu viel Equip. Was ich wirklich nicht bezahlen möchte. Und ihr werdet mich dann auch nicht sehen. Ich probiere auch in meinen ÖPNV-Videos, also in Real-Life-Videos, alles rauszuschneiden, wo man mich sieht. Auch das geht jetzt auch an die Leute, die sich da selber gesehen haben in den Real-Life-Os. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Wenn ihr euch da in irgendeinem Video seht und das nicht und damit nicht einverstanden seid, dass ihr da zu sehen seid, weil es ist ja wirklich immer ja Zufall, dass man ein paar Leute sieht. Ja, das ist ja auch ganz normal, dass in bei Zügen, die ich filme, oder bei Bussen, die ich filme, Leute sind. Ja?
zu sehen sind. Ich kann aber jetzt auch nicht hingehen und jede einzelne Person fragen, ob die auf dem Video drauf sein kann. Das ist auch Schmarrn, ja? Deswegen, also wenn ihr euch da wirklich durch Zufall mal entdeckt, bitte schreibt es mir per PM oder einfach doch in die Kommentare, dann lösche ich das Video sofort und schneide diese Stelle raus. Also Leute, das geht an euch. Deswegen, das ist mir nämlich auch sehr, sehr wichtig, dass wenn ihr euch auf meinen Videos seht und damit nicht einverstanden seid, sofort schreiben, dann wird das, dann wird die Szene rausgeschnitten, ja. Weil, bei sowas ist wirklich nicht zu spaßen, ich meine, das Internet und halt Small Handy. Das ist Internet und ja, man sollte wirklich vorsichtig sein mit dem, was man macht, weil das landet dann keine Ahnung wo. Also ich bin auch mit meinen Bildern sehr, sehr zögerlich vorgegangen also ich habe hier erst die Bildergalerie nach 1,5 Monaten angefangen hochzuladen, weil ich wirklich sehr, sehr gezögert habe mit den Bildern, ob die wirklich woanders hochgeladen werden, für irgendwas benutzt werden. Ich habe es überall hingeschrieben, dass man sie nicht kopieren darf, aber klar, es gibt Leute, die kopieren das einfach. Ihr könnt es natürlich auch, wenn ihr große ÖPNV-Fans seid und nicht immer Internet habt, aber dann noch ein bisschen Speicherplatz, wo ihr dann die Bilder angucken könnt, könnt ihr natürlich für private Zwecke euch die Bilder downloaden. Das ist ja kein Problem. Damit habe ich auch nichts dagegen, ja. Aber bitte nicht hochladen, neu hochladen, weil das ist wirklich uncool. Ihr könnt natürlich auf meine Seite verweisen, das wäre ganz cool, aber bitte nicht neu hochladen, weil das mögt ihr wahrscheinlich auch nicht gerne, wenn ihr so ein paar Bilder einfach nochmal re-uploadet. Ja. Und was auch sehr uncool ist, finde ich, sorry, bin ein bisschen müde. Was auch sehr, sehr uncool ist, oh, hier kommt eine Kollege, mal ein bisschen winken. Wo sind wir eigentlich? Ich schweife die ganze Zeit ab, ne? Aber das ist gerade das, wo wahrscheinlich viele Leute zuhören hier. Weil das hier ist wirklich so ein bisschen das Schwätze-Let's Play, weil so viel kannst du da nicht machen und eine halbe Stunde soll ich da sein. Sorry Leute, ich bin einfach so ein bisschen, meine Stimme ist jetzt nach einer halben Stunde schon ein bisschen angeschlagen. Ich bin froh, wenn ich in einer halben Stunde da bin. Ich werde jetzt auch gleich mal was trinken. Ich mache jetzt einfach eine Pause, einen kleinen Cut. Und dann trinke ich kurz was und dann rede ich weiter. Bis gleich! So, und hier bin ich wieder. Mir ist auch bei der kleinen Pause, die ich eingelegt habe, aufgefallen. Ich wollte noch mal kurz ansprechen mit Likern und Dislikern. Das heißt jetzt nicht, wenn ihr auf meinem Kanal seid, was nicht in Ordnung findet, dass ihr liken müsst, ne? Das, auf keinen Fall, wenn das falsch rübergekommen ist, tut's mir leid. Weil ihr könnt dann natürlich auch disliken, das ist kein Problem. Nur wenn ihr disliken. Weil das passiert schon manchmal, dass ein paar Leute einfach disliken. Ich kenne ein paar Leute, die disliken, ja schon, aber die anderen kenne ich nicht. Und die ich nicht kenne, wenn du das bist, einfach disliken, finde ich nicht in Ordnung. Wenn, dann sollte man auch noch zuschreiben, warum denn disliken, ja. Also ich würde einfach einen Kommentar schreiben mit ein bisschen, ja, ich würde sagen, einfach... Ja, ich finde dein Video nicht gut, weil bla bla bla, ja. Einfach so ein bisschen sowas. Oder einfach... Warum hat er eben eine Pfeife? Ich verstehe es nicht. Oder einfach sagen, ja, das könntest du verbessern, das könntest du noch besser machen. Wenn das noch verbessert wird, gebe ich das nächste Mal auch ein Like oder sowas, ja. Weil Dislike alleine bringt mir nicht viel. Das habe ich auch schon in manchen anderen Videos angesprochen. Weil es bringt mir zurzeit überhaupt nicht viel, einfach nur Dislike zu sehen und dann zu denken, was will die Person denn? Mache ich irgendwas falsch oder was? Dann denke ich so manchmal so den ganzen Abend lang drüber nach, was ich da denn gerade falsch gemacht habe. Ja, und das, ja, ich weiß nicht, ist nicht so das Beste. Also wenn ihr schon disliked, dann bitte schreiben, warum oder wieso, weshalb. Ich hätte jetzt keine Sachen, warum ich disliken würde, aber vielleicht seid ihr anderer Meinung als ich, das kann ja sein, es ist auch in Ordnung, völlig in Ordnung, dass man anderer Meinung ist, ne? Und ja, ich meine, wenn euch das nicht gefällt, was ich mache, oder sowas, ja, klar, ihr könnt mich auch schreiben, genau, also konstruktive Kritik, in die Kommentare anschreiben, ne, also, ihr versteht, was ich meine, ne?
Ja, außerdem könnt ihr dann auch schreiben, weil es leckt ja schon manchmal, auch in Minecraft oder so. Was kann man denn umstellen, auch wenn Odyssey leckt ist? Also es leckt irgendwie in sehr, sehr vielen Spielen. Weil so einen scheiß Computer habe ich nicht, ja. Ich habe einen i7 der zweitneuesten Generation. 8 GB Arbeitsspeicher, erweiterbar auf 32. Also liegt es am Arbeitsspeicher, könnt mal in die Kommentare schreiben. Liegt es am Arbeitsspeicher? Ich kann ja ganz kurz an mein Handy App mal schauen. Akku extrem schwach, ja gut. Habe ich gesagt, dass der Akku extrem schwach ist? Ja gut, habe ich gesagt. Weil da gibt es so tolle App. Ich will jetzt zwar eine Werbung machen, aber die ist wirklich gut. Ask Control von Logitech. Damit kannst du wirklich dein ganzes PC mit dem Handy überwachen, was so ist, ne? Arcs Control angreifen. Ja, das ist gut. Ich wollte es euch jetzt eigentlich kurz zeigen, euch sagen, wie viel von meinem Arbeitsspeicher ausgelastet ist. Weil 8 reicht eigentlich wirklich aus für mich jetzt zum Beispiel. Der CPU-Core hat 16, kannst du natürlich auch machen. Also bei mir ist jetzt 2,91 GB Arbeitsspeicher von 8 belegt und das ist nicht viel, ne? Also daran wird es meiner Meinung nach nicht scheitern. So, ja, 1 Terabyte Festplatte, davon also circa 400 GB frei. Ist, denke ich mal, auch recht annehmbar. Oh, 160. Ist annehmbar, so wir winken. Und sowas, ja, weiß nicht. Also, und Grafikkarte ist bei mir eigentlich auch ein recht gutes Modell immer noch. Ist zwar schon 2 Jahre alt, das Modell. Mein PC ist ja auch schon ein Jahr jetzt, anderthalb Jahre jetzt alt, ach du meine Güte, wie schnell die Zeit vergeht, ne? Und ja, ich habe eine GTX 760, ist jetzt nicht das Spitzenmodell, aber ich meine, es sollte eigentlich so ein bisschen reichen. Auf jeden Fall kann ich Minecraft, wenn es gut läuft, im Singleplayer mit 700 FPS bewältigen, ja? Und ja, deswegen... Netzteil habe ich ein 850, kann das sein? 850 Watt oder mindestens 750 Watt Netzteil, so ein Gold-Ding da, so Gold-Verifizierung, ich weiß jetzt nicht von welcher Marke das ist, fällt mir gerade spontan nicht ein. Genau, Endermax, danke schön. Endermax, Gold, 750 Watt. Werden wir Berlin-Südkreuz erreichen. Nerv. Sie haben dort folgende Anschlussmöglichkeiten: an einen Regionalexpress 37312 nach Wismar, über Berlin-Potsdamer Platz, Berlin-Hauptbahnhof, Berlin-Jungfernheide, Berlin-Spandau, Falkensee und Schwerin-Hauptbahnhof. Plan genau, alle umsteigen. Die Zeit ist 13.22 Uhr aus Gleis 8. Aus Gleis 8? An den Regionalexpress 18350 nach Schwedt an der Ober. Über Berlin-Potsdamer Platz, Berlin-Hauptbahnhof, Berlin-Gesundbrunnen, Bernau bei Berlin, Eberswalde und Angermünde. Planmäßige Abfahrtszeit 13.26 Uhr, voraussichtlich aus Gleis 7. An den Regionalexpress 18512 nach Stralsund. Über Berlin-Potsdamer Platz, Berlin-Hauptbahnhof, Berlin-Gesundbrunnen, Oranienburg, Löwenberg und Neustrelitz Hauptbahnhof. Könnte ich jetzt vielleicht mal... Planmäßige Abfahrtszeit 13.36 Uhr aus Gleis 7. An den Regionalexpress 18311 nach Elsterwerder. Über Blankenfelde, planmäßige Abfahrtszeit 13.36 Uhr aus Gleis 4. Sowie an den IC 804 nach Hamburg-Altona. Über Berlin-Spandau, Hamburg Hauptbahnhof, planmäßige Abfahrtszeit 14.08 aus Gleis 4, sowie an den Regionalverkehr und die S-Bahnen. Bitte beachten Sie auch die örtlichen Lautsprecherdurchsagen. Der Ausstieg im Berlin-Südkreuz befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Okay, gut, endlich kann ich weiter sagen. So, und deswegen, ja, ich habe auch ein Mainboard von Gigabyte, also auch recht okay, also schon halbwegs Gaming-PC, also von letztem Jahr ist wirklich Gaming-PC, jetzt gibt es natürlich weitaus bessere, aber ich meine, so wie ich viele andere YouTuber kenne, die beschreiben das ja auch, oder einfach im Onsi-Forum kannst du es ja auch auf deinem PC beschreiben, haben die weitaus schlechtere PCs und deswegen wollte ich euch fragen, wenn ihr ein recht
ja, so einen PC habt wie ich, oder einen schlechteren, schreibt doch mal bitte, was für Einstellungen ihr zum Beispiel hier habt. Ich habe zum Beispiel jetzt volle Einstellungen. Ich weiß nicht, was ich runterregeln soll. Was ist da gut beim Runterregeln? Oh Gott. Was ist gut beim Runterregeln? Was kannst du gut runterregeln? Ja, und was ist wirklich sehr, sehr FPS-fressend? Hintergrundprogramme habe ich so gut wie alle zu. Ob es da so ein externes Programm gibt, weiß ich nicht. Ja, also jetzt mal kurz halten, so ein bisschen. F, E, D, also ich glaube, ich halte mal in C. Wenn das klappt. Oder nein, in den B. Hier sind nämlich ganz, ganz viele Leute und ich glaube, ich muss ganz vorne halten. Ja. So, wir halten in Südkreuz mit wirklich sehr, sehr viel Verfrühung. 5 Minuten. Und das ist ja wirklich schon ein Brett. Also müssen wir jetzt 5 Minuten hier rumgammeln oder sowas, ne? So, genau. Was wollte ich sagen? Genau, da kannst du nämlich nachlesen um sie vor, was sie so haben. Vereinstellung, was ist FPS-fressend oder sowas. Wenn ihr da Tipps habt, weil das ist ja auch für euch, ne? Also, wenn ich scheiß FPS habe, mit auf Deutsch gesagt, ne? Und. Meine Damen und Herren am Gleis. Ja, nerv mich nicht. Und. Willkommen in. Südkreuz. Ihre weiteren Reise. Ach Gott, nein. Regionalexpress nach. Jetzt sagt er die ganzen Reisemöglichkeiten nochmal auf. Nee? Nicht? Sehr gut. Sehr gut, okay. Dann könnt ihr mir schreiben, was ist wirklich FPS-fressend, was nicht. Weil es ist ja nicht cool, wenn ich scheiß FPS habe, seht ihr das ja auch, ja. Und das ist ja auch nicht so cool für den Zuschauer. Auch bei OMSI 2 vor allem, es laggt halt wirklich sehr, sehr oft. Das liegt halt wirklich an dem Spiel. Und nicht an meinem Dingens, zum Beispiel Battlefield 3 läuft mit flüssigen, ja, 90 FPS meistens. Und daran liegt es dann wirklich nicht am PC. Also es ist, ja. Von daher, ja, schreibt mal bitte in die Kommentare, was habt ihr da so für Einstellungen. Und, ja. Also es wirkt, das hilft mir wirklich, weil da kann ich euch mehr Qualität bieten. Ja. Ist halt so, ne? Weil bei OMSI 2 ist völlig egal, ob du einen guten PC hast oder einen scheiß Laptop. Es ist halt kacke programmiert. Da kannst du halt nichts machen, ne? Wenn ein Spiel scheiß programmiert ist, dann hast du halt weiterhin, ja, scheiß FPS. Ist ja auch in anderen Spielen der Fall, wie zum Beispiel hier PCP. Aber das ist jetzt nicht mal ganz, das Programmierte, sondern die ganzen Objekte müssen halt geladen werden. Klar müssen es in anderen Spielen auch. Ich weiß halt nicht, was hier abgeht, aber dann wirklich, das fände ich ganz cool, wenn ihr mir das mal schreiben würdet. Ja. Ach genau, Livestreams wollte ich auch mal ansprechen. Ich mache ja wirklich sehr, sehr selten Livestreams. Und wenn ich Livestreams mache, dann in doch bestmöglicher Qualität, weil wegen Internet und so, ne? Und jetzt gibt's halt doch ein bisschen mehr Livestreams als sonst. Und dann mache ich halt wirklich Ankündigungen und ich wollte einfach mal ankündigen, ja, dass ich jetzt die nächste Zeit erstmal keine Livestreams mehr machen würde. Höchstens mal beim CPC Nico, ich weiß es nicht. Also als Gast dabei oder so, also selbst möchte ich keine mehr machen, weil ich es einfach nicht cool finde, wenn ich dann irgendwie fünf Leute habe, die zugucken. Eine Sekunde später, keinen mehr. Hey, für wen mache ich das denn dann? Also Leute, ich werde es nur noch machen, wenn ihr unbedingt Livestreams haben wollt. Aus welchem Grund auch immer, ja. Alle Spiele, die ich im Livestream gespielt habe, spiele ich hier auch. Ja. Und wenn ihr wirklich noch Livestreams haben wollt, in die Kommentare schreiben. Ansonsten kommen keine mehr. So, in einer Minute geht es dann auch weiter. Ja. Ist ja langweilig im Südkreuz. Na, es geht. Oh nee, ich muss ja bis 15 nachwarten. Kann das sein? Ah, nee. Scheiße. Verdammt. Aber in den 8 Minuten sind wir im Hauptbahnhof, von daher passt das. Und Potsdiplatz halten wir ja gar nicht. Ja. Und deswegen, also, das waren jetzt so die Themen, die ich ansprechen wollte. Bin ich jetzt eigentlich ganz gut durchgekommen. Mikrofon habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen die Soundqualität verbessert. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch großartig verbessern kann auf dem Kanal. Ich hoffe einfach, dass jetzt im Jahr 2015 ein paar
neue Abonnenten, also aktive Abonnenten zukommen, ein paar mehr Aufrufe, vielleicht ein paar mehr Likes, wenn ihr das wollt, natürlich nur, oder halt Dislikes, naja, das, da freue ich mich jetzt nicht so, wenn so viele Dislikes kommen, aber, okay, ist auch in Ordnung, also auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufrufe und Abonnenten, das würde mich schon freuen, von daher, also, wenn ihr Leute kennt, die euren Geschmack haben und ihr wirklich von dem Kanal fasziniert sind, könnt ihr einfach mal ein bisschen sagen, dass der Kanal ganz cool ist. Also müsst ihr natürlich nicht, aber wenn ihr das wollt und der Kanal wirklich so in seiner Form, wie er jetzt ist, weiterbleiben sollte, weil ich bin mir wirklich immer am Überlegen, soll ich weitermachen oder nicht? Oder soll ich einen anderen Kanal machen? Ich weiß es nicht. Deswegen, also ist es wirklich besser, wenn das jetzt wirklich stabil nach oben geht, weil zurzeit ist es ja so, ein Abonnent kommt, ein Abonnent geht, ein Aufrufer kommt, ein Aufrufer geht. Und das mag ich nämlich nicht. Ich mag nämlich ein bisschen, ja doch, ein bisschen immer mich stetig verbessern und deswegen hätte ich lieber so zwei kommen, einer geht. Das ist, finde ich, besser in der Waage, weil das gehört auch zu YouTube dazu, dass man nach und nach wirklich weitere Aufrufe bzw. Zuschauer sammelt. Da geht es mir gar nicht um die Abonnenten, sondern eher dazu, dass ich wirklich Leute unterhalten kann und dass ich pro Jahr vielleicht ein paar mehr Leute unterhalten kann, dass sie mich finden und so. Deswegen, also wenn ihr Leute kennt, die sowas vielleicht mögen und dann, ja, könnt ihr mal ein bisschen sie anquatschen und auf dem Kanal ansprechen. Müsst ihr natürlich nicht, ist natürlich kein Muss, ist alles freiwillig, ist jetzt auch nicht so, dass ich euch anbettle und deswegen, nee. Also, ich habe ja alles schon gesagt. Ich wiederhole mich hier die ganze Zeit, weil es einfach noch länger dauert, ja. Ja. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Weil, wenn es steigt, dann hat man Freude. Und wenn man Freude hat, macht man bessere Let's Plays. Ist ja so. Deswegen, vielleicht ist euch aufgefallen, dass früher die Let's Plays so ein bisschen trocken waren. So ein bisschen kein Bock mäßig. Und jetzt mache ich es wirklich so. Meine Damen und Herren, oh ja, cool. Teilweise teilweise eine Stunde Videos am Stück natürlich und das zeigt meiner Meinung nach, dass ich wirklich mehr Spaß dran habe, aber ja, der Hunger ist nicht gesättigt, sage ich mal so. Also fürs Jahr 2015 habe ich ein bisschen was vorgenommen für den Kanal. Ich wollte auch ein neues Intro mal irgendwann machen, also wenn ihr das wollt, ihr könnt auch Intros einschicken, wenn ihr das wollt, dann kann ich die verwenden oder sowas. Aber ihr könnt natürlich auch mal irgendwann Fragen in die Kommentare schreiben, die ich an irgendein PCP-Video mal beantworten soll. Weil jetzt habe ich eigentlich das Gröbste beantwortet. Also das Ganze zum Kanal mäßig, weil es hatten doch schon manche Leute gefragt, wie geht's dann weiter mit dem Kanal, was ist denn da los? Bitteschön, jetzt habt ihr es. Ja. In diesem Sinne, ist das PTP-Video jetzt so halbwegs auch zum Informationsvideo zum Kanal gekommen, weil wer bis jetzt zugehört hat oder zugeschaut hat, da glaube ich wirklich, du bist wirklich einer, der wirklich, ja, wirklich was zum Kanal wissen möchte und wirklich dranbleiben möchte, weil wer bis jetzt zuschaut, das ist Hammer. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Berlin Hauptbahnhof. Sie haben dort Anschluss an den Regionalexpress 18311 Richtung Elsterwerder, über Berlin-Potsdamer Platz, Berlin-Lichterfelde Ost, planmäßige Abfahrtzeit 13.28 Uhr aus Gleis 4. An den Regionalexpress 37312 nach Wispa, über Berlin-Jungfernheide, Berlin-Spandau, Falkensee, Wittenberge und Ludwigslust sowie Schwerin, planmäßige Abfahrtzeit 13.29 Uhr aus Gleis 8. An den Regionalexpress 18350 nach Spät an der Oder, über Berlin-Gesundbrunnen, Bernau bei Berlin, Eberswalde, Britz, Korin, Angermünde, planmäßige Abfahrtszeit 13.34 Uhr aus Gleis 6. An den ICE 691 nach München Hauptbahnhof, über Braunschweig, Hildesheim, Göttingen, Kassel-Wilhelmshöhe, Fulda, planmäßige Abfahrtszeit 13.34 Uhr aus Gleis 13. Sowie die Regionalbahn 18921 nach Berlin-Schönefeld Flughafen, über Berlin-Friedrichstraße, Berlin-Alexanderplatz, Berlin-Ostbahnhof und Berlin-Karlshorst. Planmäßige Abfahrtszeit 13.34 Uhr aus Gleis 11. So,
sowie weitere Anschlüsse an die S- und U-Bahnen. Wir werden Berlin Hauptbahnhof voraussichtlich auf Gleis 1 erreichen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Berlin Hauptbahnhof aus- oder umsteigen und wünschen Ihnen noch eine angenehme Weiterreise bzw. einen schönen Tag. Bitte beachten Sie, wir haben in Berlin Hauptbahnhof einen planmäßigen Aufenthalt bis 13.37 Uhr. Ja gut, das war's jetzt gerade für, ich habe ja schon alles Wichtige gesagt. Somit bedanke ich mich auch fürs Zuschauen, wer bis jetzt geguckt hat. Du bist wirklich richtig gut, das sehe ich dann, dass du wirklich ein Zuschauer bist, der ja wirklich sehr, sehr interessiert ist. Und sowas braucht man ja auch auf dem Kanal, sowas lieber als so Leute, die vielleicht 2 Sekunden gucken und dann abschalten, weil irgendwie ein anderes Video für sie schöner ist. Ich weiß, deutsche Leute gibt's auch. Ich mache mir da nicht so viel draus. Ich freue mich natürlich über jeden Zuschauer, egal wie lange er guckt. Hauptsache so ein bisschen länger als 10 Minuten sollte man schon ein bisschen ins Video reingucken. Sowas macht man einfach. Oder einfach einen schönen Kommentar schreiben oder sowas. Da freut man sich und ja, schon ein bisschen Werbung gemacht, ne? Ach, das ist Werbung. Schon ein bisschen schönes Video gemacht und ja, ich hoffe, euch hat die Fahrt von Leipzig, wo war das? Ich weiß es nicht. Irgendwas mit G. Gleibnitz? Nee. Also von irgendwo nach Berlin Hauptbahnhof über Lutherstadt, Wittenberg und Berlin Südkreuz gefallen. Wenn ihr mehr davon haben wollt, vielleicht auch mal mit diesem schönen ICE 1 Doppeltraktion, dann schreibt es doch bitte mal, weil da kann ich natürlich auch was bringen, ist ja kein Problem. Wenn ihr das haben wollt, bitte in die Kommentare schreiben und ja. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hier kann ich nämlich keine Außenansicht machen. Das ist kacke. Aber ist ja eigentlich auch klar, weil ich im Tunnel bin, ne? Danach geht's dann wieder. Ja. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Teil, Leute. Haut rein und Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, ciao.